Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ja, dann mache ich auch mal auf hier. Premium-Zeitportal vor das geile Pack-Opening. Halten Sie sich fest. Ich bin gespannt. Erstmal den kleinen Mist hier. Castillo. Und zack, Ehre. Was haben wir als nächstes? McCoy. Und zack, Ehre. Der mit dem Pelzmantel da. Oh, beholt aus, weil von den Kleinen. Okay, nice. Was haben wir denn da? Auf der einen Seite Wechselpark Bashir, aktuell unsterblich. Cisco, aktuell nicht im Besitz. Und Crusher, 3 von 4 Sternen. Na dann. Kommen Sie. Hallöchen, Crusher. Dr. Crusher. Okay, nice. Welcome to the crew. Das ist die, die ich schon mal wegballern wollte, weil der Hut einfach so hässlich ausschaut, finde ich. Crushers Hut? Ja, die hat den Hut so, so komisch rum auf. Welche Crusher hast du denn da gerade? Mit so einem halb aufgesetzten Hut. Die Segelschiff-Crusher? Nee. Mehr habe ich nicht. Okay. Und weiß nicht, welche du hast. Geil, was ist denn da los? Behold-Auswahl schon beim drittletzten? Gibt's da etwa 3 Auswahlen? Was ist denn da heute los? Wieder 4 Sterne, wir haben hier Wesley, Silic, dieses Sandmonster und Q. Hä? Sandmonster? Ja. Versteht nicht. Sieht so sandmäßig aus. Keine Ahnung, was das genau ist. Noch nie gesehen. Silic. Zulik! Ein Suliban! Ja, das ist. Okay. Ja, was? Das sind eigentlich so eher so Vollechsen oder sowas. Okay. Aber auch so eine komplett Lederhaut. Lederhaut? Ja, wieder bei Crusher. Ah, meinst du die Doc Crusher, die aus dem Holodeck mit Dixon Hill? Ja, ja. Ah, okay. Dann habe ich sie gerade in der Stasis-Kammer gefunden. Aber kein Bild, oder? Also nur die Silhouette. Nee, nur eine Silhouette. Silhouette. Indriette Silhouette. Ja, na, dann nehme ich Wesley, den habe ich schon 2 von 4 Mal. Er nimmt freiwillig Wesley, was jetzt los ist. Nächste Auswahl, 4 Sterne. Sarek, aktuell 4 Mal. T'Pol, aktuell unsterblich. Oder Odo, aktuell 2 Mal. Na dann. Hallo Odo. Er nimmt freiwillig Odo, was ist da los? Ja, oh Gott, gut, Wechselbäder kann man gebrauchen, oder? Und noch eine Auswahl. Tasch, Tascha und Seven. Tasch, Tascha und Seven? Mhm. Tasch ist dieser... Tasch ist... Was ist der? Zivilist? Erfinder, Querdenker? Irgend so ein Wissenschaftler. Okay. Mit einem lustigen Gesicht. Nimm mich, ich hab ein lustiges Gesicht. Und ja und Seven waren im selben Package. Das war dieser eine. Da steht gar kein Name dabei, okay. Egal. Die ja ist die auf jeden Fall aus dieser umstrittenen Folge. Mit dem Handschuh? Ja, genau. Aber es ist Tascha. Tascha muss ich haben. So, sehr schön. Wow, nice, das ist doch mal ein Package. Jetzt aus Versehen auf Crew entlassen klicken. Und eins habe ich noch. Das Package, das haben wir von der letzten Folge aufgehoben. Du kaufst sie aber nicht zu spät. Nein. Wie kriegst du die denn immer her? Ja, von den Events, aber du hast es ja schon aufgemacht gehabt. Habe ich hier gewartet. Ach so. Ach ja. Lauter Schiffe. Und eine Auswahl, 3 Sterne, mit Dukat, irgendein Verkleideter, Bajorana Dukat, Chekov. Ah, so weit warst du da noch nicht, okay. Ne. Chekov und Chainway. Chekov und Chainway habe ich unsterblich, na dann wird's wohl der Dukat werden. 2 von 4 Mal. Jo, willkommen. Willkommen, ja. Die Flotte. Gar nicht so schlecht. Gute Ausbeute, ja. Mal nicht so viel Neues, sondern eher so ein paar, die ich schon hatte.
Aber nichts Doppeltes. Sehr schön. Dass ich sowas nochmal erleben kann. Ein glücklicher Tag im Leben des Endgame-Users. Dann mal verschmelzen hier die ganze Crew. Die Crew verschmelzen. Ach, einfach Feuerzeug dran halten. Hast du irgendwie zum Unsterblich machen? Ich warte gerade ab, dass mein Schiff zerstört wird in einem dieser tollen. So viel zu unsterblich machen. Ich warte drauf, dass was zerstört wird. Na genau, Wesley hat man auch noch. Shut up, Wesley! Es gibt jetzt einen neuen Honest Trailer zu Doctor Who. Aber wenn du es nicht gesehen hast, du es glaube ich nie, oder? Nee. Ja, schade. Das ist super gut. Nicht mal eine Folge. Das Geniale ist, so ab 8 Minuten 20 kommt dann alle Schauspieler, die bei Doctor Who mitgemacht haben und dann die Harry Potter Edition und dann wirklich so 10, 12 Leute, die bei Harry Potter mitgemacht haben und bei Doctor Who und dann okay. Und alle Schauspieler, die bei Game of Thrones mitgemacht haben und bei Doctor Who und dann auch nochmal so 10, 12 echt? Von Game of Thrones, alle bei Doctor Who mit drin und dann, jetzt kommt das Beste, alle Schauspieler, die sowohl bei Doctor Who, bei Game of Thrones und bei Harry Potter mitgemacht haben, auch nochmal 4 oder 5 übereinstimmen. Ernsthaft? Okay. Ja. Und wer war das von Game of Thrones? Irgendwas Bekanntes? Der von den zwei Türmen. Der Alte, den Arya oder Arya dann durchschlitzt hat. Der Alte, okay. Der bei Harry Potter Hausmeister war. Der, es ist schon so lange her. Ja, frag mich nicht. Wie hieß denn der? Greyjoy. Ne, Greyjoy waren doch die Graufreuz, die waren das, das war doch hier der Pimmel ab da. Da gab's doch auch den Alten. Achso, nee, das war ein anderer. Ja, aber das war... Ja, ich weiß schon, Red Wedding. Töchter hat und sowas, die dann... Red Wedding, der Typ, oder? No. Mhm. Ach, der Hausmeister von Harry Potter, da gab's nur einen. Mhm. Mit der Katze. Ja. Mir genügend ein. Ich glaube, der erste oder zweite Dumbledore haben sie da gezeigt. Wahrscheinlich eher der zweite, weil dann... warte mal. Es gab mehrere Dumbledores? Der Schauspieler des ersten Dumbledores ist, glaube ich, im zweiten oder dritten Film, also der echte, gestorben. Deswegen musste er durchgetauscht werden. Okay. Hätten sie es gemacht wie bei Immer Ärger mit Bernie, wäre niemandem aufgefallen. Immer Ärger mit Bernie, was ist das? So ein Film, wo es halt darum geht, dass Bernie ein Toter ist und der wird halt durch das Ganze... Es fällt halt nicht auf, dass der tot ist. Es darf irgendwie nicht rauskommen, dass der halt verstorben ist und der... Sie machen halt eine Pantpuppe quasi aus ihm und er winkt halt immer trotzdem noch raus und... Lol. Scheint so, als wäre er noch am Leben. So ähnlich wie die Deep Space Nine-Folge mit dem... Kevin. Die war geil. Wie fandst du die? Okay. Ja, cool. In dem Moment, wo du mir das geschrieben hast, habe ich nur immer innerlich zu mir gesagt, dann direkt... Ich hasse Frecken. Wir am Ende der Folge dann immer noch die gegen diese Wand. Dots. Ja. Dots. Das ist geil. Das könntest du jetzt eigentlich auch reinbauen. Ich hasse Ferengi Friday Night. Meine eigene Erfindung hasse ich nicht. Das ist egal. Okay. Kommt noch ein Video zu. Unraged. Nee, aber das fand ich richtig lustig. Der hat das auch so gut gespielt. Weil dann dachte ich mir so, das muss ja echt noch ein Schauspieler spielen, das Ganze. Respekt, ja. Wie man das so rüberbringen kann. Nice. Naja, das war echt lustig. Coole Folge. Leider zum Kaputtlachen mit den Friends. Ja, aktuell bin ich ja bei, warte, Netflix. Staffel 7, Folge 9.
Schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Mann, wieso muss hier eigentlich jedes Mal irgendein Video losgehen, nur wenn man die Seite aufruft? Ach, fick dich, Bioproben-Kit, dich kaufe ich jetzt. Entscheidung auf M.Noah. Mhm. Aber zu Ende geguckt? Nee, gerade irgendwo am Anfang. Okay, weil dann wird sich nämlich eine deiner Fragen, die du eben hattest, gleich revidieren. Was hatte ich denn gerade für Fragen? Ah, also, guckst du dann an. Okay. So, warte mal, du musst jetzt ja mal ein paar. Wo waren wir letztes Mal? Anfang Staffel Schieß mich tot, warst du letztes Mal? Anfang Staffel 6, ne? Ja, könnte hinkommen. So. Also, ich hatte schon den. Ich spoilere jetzt mal für alle, die es noch nicht kennen. Sorry, weghören kurz. Der Tod von Jetsia, den fand ich mega scheiße. Also, richtig kacke gemacht. Hat sich die so zerstritten mit dem Produzenten? Nee, sie hat gesagt, sie wollte einfach aussteigen und dann hat das so eingeschrieben. Und waren die. Was war denn das für eine Abschiedsszene? Gar nichts? Da hatte doch Tascha noch mehr und die war nicht mal eine Staffel dabei. Die hat wenigstens noch aus dem Hologramm gewunken und sich von allen verabschiedet. Da war doch gar nichts. Nichts von wegen irgendwie gemeinsamer Trauer oder irgendwie nochmal so über die besten Momente sinnieren. Nichts! Worf hat nur mal kurz gegrummelt und war beim Sterbebett und bei der Dingens noch, Sisko. Und sonst nichts? Nach 6 Jahren? Hallo? Gab's das für Kess? Ja gut, Kess ist ja nicht gestorben. Außerdem Kess war Kess. War dann weg von der Serie. Also. Ich weiß nicht, hatten sie da noch eine Abschiedsszene? Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Und sie alle verabschiedet haben von ihr? Ich kann mich nicht erinnern, weil sie, glaube ich, sich selbst geopfert hat, um die Voyager zu retten irgendwie. War okay. Das nicht so? Mit ihren Superkräften, die die Okampe aus dem Nichts her haben konnten, weil der Plot es so wollte. Voyager-Bashing. Ping! Aber jetzt mal, nee, ganz ehrlich, egal, halt mich raus, ja? Aber wenn du jetzt, du aus deiner Sicht, Deep Space Nine mit Voyager vergleichen würdest, welche Serie fandst du jetzt bisher, obwohl du noch nicht mal durch bist, welche findest du unterhaltsamer? Wo du sagen würdest, die macht mehr Spaß oder die würdest du auch sagen. Wieder gucken. Schwer zu sagen. Es haben echt beide ihre Vorteile. Also ich wie sah das noch vor einem halben Jahr aus? Ich mag Voyager. Ich finde das so cool. Es ist halt auch wirklich schön actionreich. Macht oft nicht am meisten Sinn. Aber irgendwer hatte da in Discord reingepostet, da die Folge mit Janeway und Paris, wo sie da auf Warp 10 gegangen sind und sich dann vermehrt haben und da als Echsenmenschen rumgelebt haben und so weiter. Ja, und das hatte der eine, glaube ich, reviewed auf Englisch und ist nochmal durch die ganzen Logikfehler durchgegangen. Da dachte ich mir auch dann, okay, ja, war schon ein schöner Schrott, den sie da produziert haben, aber es war trotzdem interessant zum Gucken oder spannend zum Gucken. Hat trotzdem Laune gemacht. Dazu ging es mal bei vielen Voyager-Folgen, wenn man gedacht habe, ja, echt eine geile Folge, schöne gute Unterhaltung. Und ich mochte einfach die Crew ganz gern von Voyager. Technik war super, hat alles ganz gut ausgesehen. Ja, bei Deep Space Nine, ja. Dafür erkenne ich jetzt auch schon die Vorzüge und das ist halt wirklich, die Ferengi sind halt super lustig. Ich finde es cool, dass diese konsistente Story ist. Ich finde es geil, auf was für Details die oft achten. Beispielsweise diese Bashir-Folge, wo die Frage war, ob Bashir geklont ist oder nicht. Oder geklont ist, ob der vom Dominion quasi noch immer kontrolliert wird, ob die den irgendwie noch so fernkontrollieren, quasi fernsteuern. Mit der Sektion 31 am Ende? Ja, genau. Mhm.
Und das fand ich so super geil, auf was für Details die da geachtet haben. Dass die wirklich alle fragwürdigen Entscheidungen von Bashir aus sämtlichen vorhergehenden Staffeln dann so zusammenkonstruiert haben, dass man sich denkt, eigentlich stimmt's ja. Aber so gut gemacht. Also das fand ich schon richtig stark. Und das zieht sich ja halt durch viele Episoden, dass halt vieles dann einfach nochmal aufgegriffen wird und dann auf einmal aus einem ganz anderen Kontext wiederkommt. Also. Mittlerweile müsste es, glaube ich, auch bei der zweiten Folge durch sein mit denen. Muss aber nochmal schon mal eben. Ja, Serena war schon. Serena, genau, ja. Schön, dass ich nur sagen muss, die zweite Folge von und so weiß ich ja sofort die. Hat jetzt aber nicht mehr so viel dazu geedet. Ja, ich fand sie trotzdem ganz witzig. Das war wie die zweite Krieger-Folge, die fand ich auch ein bisschen schwächer. Oder hatte Krieger überhaupt keine Storyline? Fand ich. Und kam irgendwie, weiß nicht, die kam zwar vor, aber sie hat irgendwie nie gesprochen. Es haben immer ihre Berater für sie gesprochen. Und sie stand da irgendwie immer nur daneben. Ja, war ein bisschen schade, weil ich fand die Schauspielerin eigentlich super witzig so beim ersten Mal. Und die Rolle. Oh, warte mal, dann bist du. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe so viele Fragen. Esri Also, Dex? glorreiche Ferengi, 1 von 10? Wie viele Punkte würdest du geben zwischen 0 und 10? Hau mich jetzt nicht, aber was war das nochmal? Kiven? Die glorreichen Ferengi, Ach die sich in der ja. Ja, Supercorp nennen? super, ja. Sagen wir mal, ich würde sagen 9 von 10 oder sowas. Okay. Das winzige Raumschiff. Ah, die war auch cool, ja. Fand ich auch lustig. 8 oder 7 von Okay. 10. Ja, das muss man den Punkt nicht sagen. Aber ich will nur wissen, ob du die Folgen, die ich Ja. ziemlich gut finde, dann auch. Ob ich mir das die ganzen Jahre immer nur eingebildet habe, dass es sie gut Nee, nee, finde. war super. Folge Nummer 19. Im fahlen Mondlicht. Deine Garak. Lieblingsfolge. Eine sehr, sehr starke, also die mit dem, wie Sisko die Romulaner mit reinbringt. Ja, die fand ich auch super. Die war auch cool, die war so vielschichtig. Richtig gut gemacht. Wie man halt dann sieht, wie er zweifelt und was auf der positiven Seite steht und auf der negativen, dieses ganze Abwägen und dass man halt wirklich mit reingezogen wird in seinen Kompromiss oder also Kompromiss in seine missliche Lage. Als Stellenflottenkapitän und so weiter, ne? Ja. Die Beraterin. Quark mit Busen müsste es, glaube ich, sein. Mit was? Mit Busen? Busen. Ah. Ist es nicht die? Doch, muss die sein. Okay, ja. Wo er seine Mugi nachäfft, Ja, glaube ich. ich weiß schon. Ich überlege gerade. Ja, war auch lustig. Hat mir auch gefallen. Sah schon echt schräg aus. Es gibt dazu einen ganz kuriosen Trailer zu der Folge. Bin ich ja, glaube ich, auch durch Timelines gespoilert worden. Gab es nicht auch so einen Quark in der Variante? Das kann sein, ja. So. Folge 6 von Staffel 7 bist du, hast du gesagt, ne? Nee. Nee, 9 von 7. 9 sogar schon, okay. Das heißt, das Baseballspiel hast du jetzt auch geguckt? Ja. War ganz okay. War ganz okay, ne? Ist jetzt nicht Ist nichts so herausragend, Besonderes. aber ganz Aber schon nett. ganz cool. Gute Das, Teamdynamik. genau, Entscheidung, Belagerung. Genau, die Belagerung, wo Nock sein Bein verliert, ne? Diese extreme Ja, nee, Kriegsfolge, ich sag weiß ich mal. nicht. Ja, haben wir schon wieder zu viel Krieg. Ja, gut, okay, nicht, okay. Also. Aber jetzt weißt du, die wollte eigentlich darauf hinaus, jetzt weißt du aber, was dieser Anzug Nock war. Da müsste es doch jetzt durch sein, oder? Nee, oh nee, schon. Das kommt in Folge 10, Leben im Holodeck. Ah, damn it. Upsi. Anzug Nock.
gut, dann ist das okay. Ja, das Bein, da weiß ich, dass das Bein wohl weg ist. Ist auch heftig. Kann man auch mal machen als Serie. Solche Schicksalsschläge. Dann ist es nicht immer nur so, dass die Ratchets auf den Missionen sterben und die anderen wie aus heiterem Himmel überleben und tun sich nichts dabei. Ja. Hat das auch mal andere Auswirkungen. Das finde ich immer ein bisschen affig mit den Redshirts, dass sie das so extrem übertreiben. Zum einen wollen sie die Dramatik halt darstellen, dass es nicht einfach nur ist, es besteht keine Gefahr. So, das können sie aber immer ganz schwer mit dem Hauptcast machen, weil da kann ja nun nicht jeder irgendwie in jeder Folge starten, als John McClane am Anfang noch gut, am Ende weiß man nicht, was sein Körper noch zusammenhält. Ah, da hätte ich cooler gefunden, irgendwie eine geilere Szene für Jadzias Abgang. Es war irgendwie recht unspektakulär. Und dann meinte noch Worf, ja, sie ist im Kampf gestorben. Ja, kann man so sehen. Großartig gekämpft hat sie nicht. Fäserchen Ja. gezückt in der einen Einstellung, in der nächsten hat er sie den Faser wieder weggezückt und zack, tot. Ich suche gerade eigentlich mal eine Frage. Warte mal. Gab es da schon, dass Worf für Jadzia irgendwas gemacht hat für das Leben nach dem Tod? Hast du da was geguckt zu? Sagt mir jetzt nichts. Nach dem Ich steig bei den klingonischen Ritualen eh nie durch. Ja, was kommt denn noch? Okay. Serena, der Hammermeister. Die Vic Fontaine-Folge? Ja, die sind eigentlich alle ganz okay. Aber die richtig gute Vic Fontaine-Folge kommt noch. Die ist. Lalalala, wo ist sie denn? Folge 15. Bada bing, bada bang. Okay. Aber fand ich so auch schon richtig cool. Sympathisches Kerlchen. Jo. So ein, er sieht sowieso schon die Frank Sinatra-Lieder, aber sein Charakter ist so ein bisschen auch an den, glaube ich, angelehnt, halt vom Ja, Showtalent, denke ich mal her. wirkt so. So. Und auch eine coole Folge, wie dann Odo glaubt, dass Kira ein Hologramm ist. Auch super witzig. Ja, ne? Er hat dann auf einen Moment gewartet, dass er irgendwie, dass sie was trinkt und er sich dann wundert, warum sie es bei sich behaltet. Ja gut, wenn das Getränk auch holographisch ist, dann geht das Lichtpixel ins andere Lichtpixel über einfach. Okay. Würde ich, Okay, also ich wäre dachte, jetzt dass so es mein so Vermuten, keine aufgedeckt Ahnung. wird dann. Nee. Aber an sich cool, wie er die zwei zusammenführt, oder? Oder so austrickst gegeneinander. Ja. Schon echt gut gemacht. Also Folge 15 bei der Bing bei der Bang ist noch sehr witzig, sehr gut. Folge 16, Was ist davor so? oh, warte. Also jetzt ab Also ab Folge 9, 9? ja. Also 9 Entscheidungen auf Empor Nord. Wie gesagt, da wirst du eine Antwort finden auf eine deiner Fragen. Leben in der Holosuite, habe ich jetzt schon angetriggert, dass da geht es um eben halt Nock seinen Beinverlust. Die verlorene Tochter. Das ist wahrscheinlich Dukat, oder? Nee. Genau, die war ja auch noch die Folge mit Dukats Entmachtung und ja, Ach den die. Glindamar. Genau. Der wird Folge wahrscheinlich 9 noch ist. irgendwann ein Alkoholproblem kriegen, nachdem das schon so ziemlich präsent immer wieder durchklingt. Dass sich der irgendwas verbaut, weil er zu viel sauft. Ja, bis zu einem gewissen lichten Moment. Okay. I don't say anymore because it's so important that you see it. Aber es kommt schon immer wieder so vor, dass ich mir denke, okay, es kann kein unwichtiges Detail sein, dass der gerne sauft. Hat man aber so eigentlich in Star Trek in der krassen Form des Alkoholismus so auch noch nicht erlebt. Also Ne? da darstellungsweise. Ne? Von den Bildern So. dachte ich eher, dass Martox so der Säufer ist, weil da gibt es ein Bild, wo er irgendwie mit zwei Blutwein-Botteln herumhampelt. Ja gut, wenn die Klingonen auftauchen, gibt es immer engen Blutwein, also. Ja.
Die finden immer was zum Saufen. Zum Feiern. So. Folge 11, die verlorene Tochter, habe ich jetzt gerade mal durchgeskippt, ist standalone. Trägt nicht so viel wirklich mehr bei zum Haupt. Findet man das Story-Rang da. Soll aber nochmal den Charakter Esri Dex, der halt nur eine Staffel hat, das ist so eine Esri Dex-Folge. Mhm, okay. Die das nochmal ein bisschen vertiefen soll. Verlorene Tochter. Genau. Tarnvorrichtung ist ziemlich gut. Mhm. Eine Ferengi-Folge halt wieder. freies Schussfeld ist auch so ein bisschen Esri-Folge, aber auch wieder so aufwiegelnd der Dex-Symbionten-Vergangenheit so ein bisschen. Okay. Plus eben halt Geschehnisse, nicht weiter benannt, welche Art von Geschehnissen auf Deep Space Nine. Okay. So. 14 ist auch okay. 15 ist. Wie ein Gespinst? Genau. 15 ist ziemlich gut, bada bing, bada bang, wie gesagt. Mhm. 16, finde ich, knüpft ähnlich an Fallen Mondlicht, unter den Waffen schweigen die Gesetze. Okay. Das ist so ein Discovery-Titel. Wegen der Länge jetzt, oder? Ja. Oh Gott. Und auch von der Art her so ein bisschen lyrischer. Wie im Fahlen Mondlicht zum Beispiel. Das ist, glaube ich, die Übersetzung eines lateinischen Satzes. Ich frage mich jetzt nicht, wie der lautet. Der wird auch in der Folge genannt. Ja. Und dann kommt schon wieder was ziemlich Zusammenhängendes, was ich so sehe. Das Endgame dann eigentlich, oder? Der Rest hängt alles zusammen. Ich glaube, die letzten 7 bis 10 Folgen sind sehr eng zusammen, ja. Also zumindest bei Netflix steht da im Ungewissen Folge 1. Ja. Bis zum Schluss dann runter. Mhm. Kannst du das noch auseinanderhalten? Ja. Okay. Schon, so grob. Also jetzt nicht exakt, aber ich weiß so ungefähr, wann, wo, was. Okay. Noch passiert. Gibt es da noch gute oder schwache Folgen? Ab Folge 17, warte mal. Dich wird es vielleicht ein bisschen eher langweilen, weil die Propheten dann auch wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden. Ist ja nicht so der. Dass die da halt auch mitwirken in der Serie. Mhm. Das wird aber eigentlich mit der Folge, die du jetzt guckst, auch nochmal angedeutet. Plus, du weißt ja, wer Jadzia getötet hat. Mhm. Und auch wie, oder? Mhm. Okay, gut. Er hat ja so einen Paargeist in sich aufgenommen. Ja. Wie fandst du eigentlich die Folge? Die finde ich nach wie vor sehr merkwürdig für Star Trek, wo ich glaube, Kira und Jake Sisko jeweils von unterschiedlichen Paargeistern besetzt werden und sich dann mit solchen gegenseitigen roten und blauen Zauberkräften überladen. Ich denke jedes Mal, wenn ich diese Folge gucke, was ist das? Ist das jetzt Yu-Gi-Oh? Oder irgendwie das ist so Herr der Ringe-mäßig irgendwie. Ja, ne? Licht gegen die Dunkelheit. Ich weiß es nicht. Nee. Kann ich damit nichts damit anfangen. Also richtig gut fand ich sie auch nicht, aber ich fand sie halt mal für Star Trek-Verhältnisse neu, sag ich mal. Aber keine, die ich jetzt unbedingt jederzeit unbedingt wieder gucken muss. Und so. Jake Sisko nervt mich einfach. Das ist der neue Bashir. Bashir finde ich mittlerweile ganz cool. Aber Jake Sisko geht so gar nicht. In jeder Folge, wenn der auftaucht, es ist wie Siskos Freundin eigentlich und wie Sisko auch selber. Die drei brauche ich nicht so. Die Yates, den Jake und Sisko geht eher, aber ja, brauche ich auch nicht so. Und der Vater von Sisko nervt auch extrem. Diese ganze Sisko-Linie. Er hat doch kaum Screentime. Aber immer wenn er da ist. Also im Prinzip, also ich kann in den letzten Folgen keine wirklich schwache mehr herausfinden, weil, wie gesagt,
Die hängen so eng ineinander. Aber wie geht's dir so? Gibt's irgendwen, wo du sagst, der nervt dich oder den findest du nicht so gut oder kannst du mit allen leben und findest du alle super? Bei Deep Space Nine tatsächlich mit allen. Das ist die einzige Serie, an denen ich keinen habe, wo ich sage, der ist mich dauerhaft am Anpissen wie Kes oder wie Wesley oder wie, keine Ahnung, bei Enterprise. Bei Enterprise war es tatsächlich und. Paul? Nö, T'Pol nicht, T'Pol hat ja nichts gemacht, die hat ja immer denselben Gesichtsausdruck Na und eben, Alltags. deswegen. Ja, aber das war so typisch vulkanisch, daran war man schon gewöhnt, das ist dann nichts Neues mehr. Ich Okay. fand tatsächlich am nervigsten Phlox. Ich weiß, es wird jetzt vieles, was, Phlox, das war doch witzig. Ich fand den, der war gezwungen komisch. Ja, Mit seinem ich versteh's. Aufblähkopf, mit seinem Grinsegesicht, mit seinen immer irgendwie. Was Ekelhaftes muss die Heilung hervorrufen und wenn er dann Standalone-Folgen hatte, dann war es immer irgendwas total super ethisches. Weißt du, so ärztliche, wir müssen jeden heilen, egal wer wo wie mit wem im Krieg und was verantwortet hat und so. Ja, okay, das ist ja auch Das war so so die. Bashir-mäßig dann. Ja, aber schlimmer. Schlimmer als Bashir. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt drei Folgen bei ihm, die kann ich bis heute nicht ganz auseinanderhalten. Bei der einen Folge will er dem Volk helfen, aber das Volk will nicht von ihm geholfen werden. Bei der nächsten Folge will er dem Volk nicht helfen, weil dieses Volk mit seinem Volk mal im Krieg war und dann, ja, keine Ahnung. Okay. Weiß auch nicht. Und dann gibt es eine Folge, die irgendwie 1:1 von Voyager kopiert wurde, wo nur er und der Hund von Archer, der Portus, Okay. nicht an den Folgen an irgendeiner Ausdehnungsanomalie leiden. Das gab es ja mal bei Voyager, dass nur der Holodeck und alle anderen mussten in Stasis verbringen, die ganze Zeit über, ne? Ja. So, und er fängt halt irgendwann auch an zu halluzinieren und ja, exakt. Das war das, wo ich sagte, irgendwann war es irgendwann nur noch warmer Aufguss mit dem. Ja, wir haben ein Holodeck, oh mein Gott, auf dem Holodeck ist ein Problem, die im Holodeck sind in Gefahr, aber wir dürfen den Stecker nicht ziehen, weil dann wäre die Story ja irgendwie schon zu Ende. Aufgegossen, 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 aufgegossen. Am Ende war es so wässrig, dass du, keine Ahnung. Okay. Klingt nicht so gut. Okay, also auch Wahrscheinlich sind wir als Star Trek-Fans einfach immer zu verwöhnt. Ich meine, jeder Jake Star Sisko und Trek-Fan. so weiter fandst du echt nicht nervig? Kommt zu selten vor, als dass ich ihn als wirklich nervig empfinden würde, nö. Oder dieser Yates? Vielleicht ist es auch die Synchronstimme, aber mir reut jedes Mal die Zehennägel zusammen, wenn die redet. Die hat auch so scheiß Storyline. Das ist jedes Mal, denke ich mal, mein Gott, hat's die jetzt noch gebraucht? Als die Moralapostelin da. Ich fand sie ja eigentlich in der Hinsicht immer aus einer Sicht gut, weil sie den Cisco, der die ganze Zeit immer nur am Anfang verliert er seine Frau, dann wird er irgendwo hingeschickt, wo er nicht sein möchte. Muss da sein Kind großziehen und dann kommt sie mal rein und bringt ihm mal sozusagen ein neues Art Gefühl der Heimat mit bei und dann kommt sie halt wieder weg, da bricht der Krieg aus und dann kommt sie aber wieder während des Krieges und ja, weil er die ganze Zeit so dieser eigentlich am ehesten noch kriegsgeplagteste von allen Charakteren ist, glaube ich. Er ist doch der Auserwählte, der Abgesandte. Und außerdem noch der Captain. Und ja. Außerdem braucht nicht jeder unbedingt eine Beziehung, oder? Das ist teilweise schon zu übertrieben, meiner Meinung nach. Ich meine, da hat man auch Was beim ist letzten da Mal halt das. übertrieben? Ich finde Serien, wo immer nur ein Charakter eine Beziehung haben kann, finde ich sehr fragwürdig, weil jeder will doch in seinem Leben irgendwann mal eine Beziehung irgendwie führen. Man will ja nicht sein ganzes Leben, also eine ganze Serie, sag mal, kann doch nicht nur aus Singles bestehen. Ja, Ich sage, die schon, Serie aber. ist vielleicht Singles, aber. Aber dass es keine gescheiterten Beziehungen gibt, so richtig? Ich meine, was schon mal neu ist, ist, dass zumindest mal durchkommt, dass Bashir mit Jadzia ja zusammen sein wollte und dass das nicht geklappt hat, aber gut, die waren halt einfach nie zusammen. Wenigstens ist es mal neu, dass es sowas wie Flirterei gab, die so unerwidert blieb. Aber an sich, ich finde es halt einfach übertrieben, dass dann auf einmal jeder von der Hauptcrew wen hatte.
und jeder innerhalb der Hauptcrew wen hatte. Also, ich weiß nicht, das kommt mir da schon zu kuppelhaft vor. Willkommen auf Deep Space Nine. Hier finden Sie schnell Ihr Glück. Jeder findet jeden hier. Die Brückenbesatzung besteht aus einem Wechselbalk und einem Klingonen und einem, keine Ahnung, einem Drill. Und jeder findet jeden. Dann die große Frage: Wen hat Jake als Beziehung? Okay, der Nock ist eher nur ein Nebencharakter. Nock? Hattest du nicht gesagt, dass Nock auch wen hatte? Nein. Oder habe ich denn das mit Rom verwechselt? Ja. Nimm selbst Rom, das war auch so. Ne? Ich meine, ich finde Rom super. Ich finde den super witzig, zwei, ja. Diese zwei halb. Ja, ja. Ich kann super intelligent sein, aber es ist irgendwie so ein süßtrottliges Bild. Ja, ich finde es auch geil. Aber komm, ansonsten ist es schon ein bisschen sehr kuppelmäßig, oder? Wie Parship irgendwie. Die Parstation. Ich habe gesagt, es ist die Familien, oder ich sag mal. Ja gut, Familie, aber das heißt jetzt nicht, dass man die ganze Zeit. Gut, Ich weiß schon, dass es mal vorkommen kann, ne? Aber. Morn. Das ist schon extrem. Morn hatte ja auch eine Frau und keine Ahnung, was alles. Ja, gut, das wird aber nur erzählt, da gibt's ja nichts aktiv. Wäre auch komisch. Begier? Hat er immer mal wieder wen und hat danach Ezri Dex, das weiß ich jetzt schon. Der Mitte, ey. Gut, aber bei. Sogar Garak hatte wen? Bei Kira und Odo hat's aber auch sehr lange gedauert, bis die zwei zusammenkamen. Ja. Bei Cisco war es ja so, erst zusammen, dann getrennt, dann wieder zusammen. Ja, also gut, ja, da wollten sie ja irgendwie ein bisschen Spannung drinnen haben. Mal ein bisschen Abwechslung. Nicht kennengelernt, zack, gebumst, fertig. Garak? Ja, Garak hatte. Na gut, die Tochter von Dukat, ne? Jo. Aber die ist gestorben, das war ein tragisches Ende. Okay. Also, ansonsten haben sie doch wie alle anderen. Ich find's ja auch gar nicht schlimm. Das klingt ja so, als würde ich Beziehungen hassen, aber es ist einfach nur übertrieben, glaube ich. Geht auseinander, jeder für sich. Übertrieben, wenn jeder innerhalb der Hauptcrew ihn hat. Naja, Rom und Lita sind keine Hauptcrew. Und Cassidy ist auch keine Hauptcrew zu Cisco. Ja, kommt schon immer mal wieder vor. Hauptcrew war im Prinzip Deck, also Jadzia mit Worf und Ezri mit Begier. Und Odo mit Kira. Genau. Sind drei. Ja, von? Wen zählst du denn zur Hauptcrew? Alle irgendwie. Doch alle. Könnte es sein, dass dieses Argument hakt? Ist egal. Es ist und bleibt egal, wie viele Leute es drauf einreden, für mich meine Lieblings-Star Trek-Serie. Kann mir keiner mal nicht reden. Und mit dir Voyager keiner ausreden kann. Wollte ich es immer wieder versucht? Nein, Scherz. Es gab mal, zumindest müsste die Folge schon längst gelaufen sein, wahrscheinlich schon letzte Spoiler. Und letzte Staffel. Ja. Wo Cisco und Dukat auf dem Planeten abstürzen. Ja, die war cool. Die war gut, ne? Mhm. Ja. War echt cool mit diesen Wahnvorstellungen. Mhm. Das war das, was ich dir ziemlich zu Anfang mal gesagt habe, wo du die Serie noch überhaupt nichts anfangen konntest, wo ich sagte, dieser Charakter wird sehr vielschichtig immer noch werden als Gegenspieler. Mhm. Mit eben halt, erst wird nochmal das Gute gezeigt, mit Familie, Tochter und sowas alles, bevor dann den Plot-Over-Switch hinlegt. Übrigens, er legt noch einen Plot-Twist hin. Was? Ich dachte da aber eher, dass du Garak gemeint hattest. Mit dem vielschichtig und wo man auch nicht weiß, ist der jetzt gut oder böse. Nö, Garak war eigentlich immer ganz gut. Bis auf in der einen Folge, wo er mal Odo gefoltert hat. Oder mal
O'Brien und Nock, da die Folge. O'Brien und Nock? Mhm. Wo er doch, was waren das? Klaustrophobie hat oder so, wo sie da auf diesen einen, auf der einen Impugnor oder auf dieser einen Raumstation waren. Und ja gut, dann. Das war halt, weil er diese Droge abbekommen haben, wie die anderen auch, oder dieses Gift oder was es da war. Das, was die eben halt, wofür die Cardassianer halt anfällig sind. Ja, trotzdem hat er das massenweise hier Sternenflotten heute umgefallert. Ja, gut. Aber das war mal auch eine andere Folge, mal so ein bisschen gruseliger angelegt. Ist nicht einer der besten Folgen, aber war trotzdem ganz interessant mal. Es ist eine interessante Folge und das Geniale ist ja eigentlich, es ist eine dieser Folgen, wo sie eigentlich nur Geld sparen wollten. Weil sie spielen ja auf denselben Settings, nur meistens eben halt mit Kamera mal in so ein bisschen in eine andere Richtung gezeigt vom Z, ne? Ah, okay. Es ist immer noch die Deep Space Nine Kulisse, auf die ganze Folge spielt. Okay, wäre mir nicht aufgefallen. Licht aus und echt nicht? Nee. Es ist die 1:1 Deep Space Nine Kulisse. Ja, Entschuldigung, ich laufe nicht hier rum auf Star Trek Online die ganze Zeit. Und kenne jeden Winkel. Ich kenne auch nur jeden zweiten Winkel. Okay, oh, cool gemacht. Nee, wäre mir nicht aufgefallen. Echt, echt? Drama. Piep, piep. Mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich muss gerade übrigens feststellen, dass mein Netflix-Verhalten sehr einseitig ist. Mit dem Profil weiterschauen: Star Trek Discovery, Star Trek Enterprise, Star Trek Voyager, Star Trek The Next Generation, Star Trek Deep Space Nine. Bei mir ist aktuell nur Deep Space Nine drinnen. Alles andere wurde gelöscht. Ich habe eh das Gefühl, wenn man länger da eine Sache nicht guckt, dass die dann irgendwie aus dem mit dem Profil weitergucken dann auch verschwindet. Ja, ich glaube auch. Was ich sehr schade finde, weil gerade so sehen, ich weiß nicht, Breaking Bad hast du gesehen, ne? Die erste halbe Staffel. Und da ging es mir wie Deep Space Nine am Anfang, wo ich mir dachte, Gott, ist das langweilig. Der Anfang? Hallo? Ja, gut, Gott, ist der. Ja, das ist ja, so die mühsam. Staffel, diese... Die ersten zwei Staffeln. Ja, sag ich doch. Das ist doch genau dasselbe Scheiße. Das ist, ich weiß nicht, eigentlich brauche ich Geld, aber soll ich es meiner Frau wirklich antun? Hä? Soll ich meiner Frau sagen? Hä? Ja, nein. Gott, das ist eine Staffel lang. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, dreimal den Pilot geguckt. Okay. Bevor ich mir überhaupt die anderen Staffeln habe reinziehen können. Weil hier ist mal den Pilot angefangen und irgendwann so, kein Bock mehr. Pilot angefangen, kein Bock. Pilot angefangen, jetzt ziehst du es aber durch. War geschafft, so zweite Folge, eine Wurz. Bisschen besser, aber es hat tatsächlich bis in die zweite, zweieinhalbste Staffel, glaube ich, gedauert. Oh Gott, es ist wirklich so ein Deep Space Nine Ding. Ja. Nicht nochmal. Zwei Staffeln lang Scheiße anschauen, bevor es gut wird. Entschuldigung, aber ich fand die echt mies. Ja, aber der Vorteil ist, der Story-Arc fängt halt erst ab der dritten Staffel an. Das heißt, immer wenn du Deep Space Nine gucken willst, lässt die zwei einfach aus und fängst mit den guten Staffeln an. Aber es hätte es auch echt nicht gebraucht, oder? Du meintest mal, man muss die ersten zwei Staffeln sehen? Findest du wirklich? Ich finde, man muss sie gesehen haben, um für verschiedenste Charaktere Hintergründe zu sehen, ja. Gerade bei Kira, die wird in den ersten Staffeln da beleuchtet mit den ganzen Besatzungshintergründen und so weiter, was sie alles durchgemacht haben. Aber es kommt doch immer mal wieder durch. Sie erwähnen sie immer wieder tausendmal. Jedes Mal, wenn sie auf Dukat trifft. Ah, Dukat, damals, weißt du noch, unsere Besatzung. Oder über andere, auf andere Bajoraner trifft. Oder jedes Mal. So. Also ich bin mir nicht sicher, aber das weiß ich auch selber nicht. Also zum Beispiel, wenn jetzt hier jemand sagt, wenn jetzt Anno beispielsweise sagen würde, du, ich möchte mit dem Emergency Room anfangen. Ab welcher Staffel würdest du es mir empfehlen, lieber Malvo? Würde ich sagen, du, Anno? Staffel 1, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich glaube, es würde auch Staffel 3 oder 4 reichen, dass man genug mitkriegt von den Charakteren. Okay. Aber, ja. Natürlich sind es dann immer wieder ein paar Sachen, die einem dann halt durch die Lappen gehen würden. Man
man lernt halt nie wirklich wissen, also würde jetzt, wenn ich hier sagen würde, lass Staffel 1 und 2 aus und fang bei Staffel 3 an, wäre vielleicht der erste Gedanke, der ich mir als Trekkie, der nie die Space Nine geguckt hat, war der erste Gedanke, der mir fragt, warum laufen da Föderationsleute auf so einer merkwürdigen Station rum? Ja. Ja, zack, bei der nächsten Kira-Folge weiß man es. Ja gut, dann weiß man, dass es Besetzer waren, ja, aber die Föderation, hat die Föderation die jetzt erobert, oder? Mhm. Ja. Ja, ich meine, sie waren nicht so gut wie die ab der dritten, so komprimiert und, ja, aber ich habe von Anfang an gesagt. Nicht so gut, ich fand die richtig schwach. Richtig scheiße. So, hier mal Tacheles reden. Okay. Ich ist sogar eine meiner mit, also nicht die beste, aber mit einer meiner Lieblingsfolgen in, warte mal, Staffel 1 war das? Oder war das 2? Habe ich gerade mal kurz den Game-Sound ausgemacht, weil das nervt gerade, weil ich die ganze Zeit Außenmission mache und den Ton geht mir schon so oft, ja, ja. Da, Staffel 1, Folge 18. Der undurchschaubare Maritza. Das war auch irgendein Bajoraner. Kardassianer. Nämlich einer der die Schuld für eins dieser Arbeitslager auf sich genommen hat, weil er mit dem, was er in den Kriegszeiten erlebt hat, nicht leben konnte. Und am Ende wurde er dann doch noch aus dem Hass der Bajoraner dann wieder getötet, obwohl er eigentlich gar nicht der Verantwortliche war. Aber er konnte mit dem, was sein Volk gemacht hat, nicht leben und hat die Schuld dafür dann auf sich genommen. Ja, stimmt irgendwas. Ja. Grob kann ich mich erinnern. Also rein von der Thematik her und von dem, das ist immer eine erste Staffel, das war jetzt wirklich nicht gerade das Highlight aller Dinge, eine doch etwas sehr herausragende Folge, finde ich. Aber andererseits sieht man dann auch wieder, wie die Crew halt zusammenwächst. Wenn man sich jetzt so die erste Staffel anschaut im Vergleich, wie jeder jeden hasst, und dann die letzte, wo jeder mit jedem zusammen ist. Sehr schön. Oh Mann. Ach ja. Also merkt man schon eine Progression und ja, schon ganz cool. Nee, und macht dir auch echt Laune. Ich meine, man sieht mir ja daran, wie ich es einfach jetzt durchgesüchtelt habe von Woche zu Woche. Erst zwei Staffeln, wie ich hier über Wochen. Guck diese. Jetzt muss ich zwischen letzter und dieser Woche liegt eine ganze Staffel, die du mal eben weggesucht hast. Also daran erkennt man auch schon, dass ich es ganz gerne gucke. Und das ist echt, ich finde es echt gut. Ich finde es super geschrieben. Also so wie du echt mal gesagt hast, so Game of Thrones mäßig eigentlich. Dass die Dinge, die passieren, auch Sinn ergeben. Und sich so aufbauen. Und dass man so verschiedene Blickwinkel sieht. Mal bei den Bajoranern zu Gast, bei den Kardassianern zu Gast und mal bei den Dominion, das durchleuchtet kriegt. Wo ich übrigens, ich finde, ehrlich gesagt, die Cem'Hadar nicht ganz so geil. Aber gar nicht so gute Soldaten teilweise. Also jedes Mal, wenn die auf die Deep Space Nine Crew trifft, zählen die irgendwie den Kürzeren. Ja gut, es sind jetzt keine Supersoldaten. Naja, schon genmanipulierte, aufgewertete Soldaten. Da erwarte ich dann schon mehr, als dann irgendwie von Jake Sisko im Nahkampf geschlagen zu werden oder so. Das ist ja so die Höchstbestrafung. Ja, keine Ahnung, es soll halt zeigen, dass, ich meine, es heißt ja immer, sie sterben sehr jung und wenn man schon 8 Jahre ist bei einem Cem'Hadar, dann ist man ja schon Ältester. Mm. Und dann trifft man da auf jemanden mit 30, 40 Jahre lang Lebenserfahrung. Mm. Es soll halt dann das Gegenüber zeigen, dass ein langes Leben mit Erfahrung dann doch wertvoller ist als der Tod nach 4 Jahren oder sowas, ne? Mhm. Ja, stimmt, ja. Ich hätte mir nur vielleicht gewünscht, so cineastisch, dass es oft gar nicht am Anfang zu diesen Auseinandersetzungen mit denen kommt, sondern dass die halt wirklich aufgebaut werden als der Superfeind, der halt
Also das Dominion an sich ist ganz cool aufgebaut worden, aber halt dann wie die Kämpfe dann halt zu sehen, wie dann Worf einen nach den anderen zerlegt, obwohl er schon voll fertig ist bei dieser im Gamma-Quadranten da. Wo sie als Gefangene gehalten Ja, werden. die Folge war auch super geil, aber ich fand es halt ein bisschen schade, dass die halt dann so entwertet worden sind dadurch. Dass halt Worf, der bei TNG die ganze Zeit auf die Fresse bekommen hat, halt voll der Badass ist, Aber der ich einen finde nach auch, dem dass anderen der Worf zerlegt. aus TNG kannst du nicht wirklich immer mit dem Worf aus Deep Space Nine vergleichen, finde ich. Nee, das war echt bei TNG voll die Flachpfeife. Deep Space Nine ist da gut unterwegs. Plus zudem heißt es ja, ich meine, die Jem'Hadar hatten halt im Gamma-Quadranten, wenn man sich da sonst umguckt, keine Bedrohung. Die Ja. hatten sie wahrscheinlich schon vor Jahrhunderten weggelöscht und dann waren halt noch diese Einsiedlervölker überall. Ja, man weiß halt auch so wenig vom Gamma-Quadranten. Genau, und so gegenüber wissen die natürlich auch wenig von den Klingonen. Und Worf hat sich ja schon bis zur Erschöpfung da ausgepowert am Ende, ne? Ja. Eben halt, damit die da hinten das Geheimnis durchziehen können, Kommunikator zücken und Shuttle rufen. Und dass das dann auch nochmal so einen Twist kriegt. Wie es dann geheißen hat in der einen Bashir-Folge dann so, aber ob es vielleicht gewollt war, dass die entkommen von dort, um Bashir wieder Genau. einzuschleusen. Und so, boah, geil, echt gut gemacht. Ich saß so da so, boah, wie geil ist denn das bitte? Sind echt fesselnde Folgen, ja. Ich kann mich auch jedes Mal daran erinnern, wie ich das zum ersten Mal geguckt habe, wo ich auch dachte, kann nicht sein. Wie kann das so gut sein, ja? Obwohl ich es jahrelang als den schlechtesten Kram vergrämt habe, weil es kein Raumschiff fliegt und sowas, ja. Okay. Und also ich habe so, ich meine Einstellung war früher Deep Space Nine, auch eine Station, kein Raumschiff, Waren viel denn, zu also viele Aliens, bevor du es kein. geguckt hast oder noch in der Ja? ersten Staffel? Nee, das war bis ich angefangen habe, die Serie zu gucken. Okay. Also Und allein von den Medienberichten und so weiter. Medienberichten. Und wie gesagt, man zappt halt mal rein, wenn es mal im TV lief, ja. Und es sah nicht so nach dem, was man kannte von Star Trek. Menschen auf dem Föderationsraumschiff, die Abenteuer erleben. Und jedes Mal, wenn man bei Deep Space Nine reingesappt hat, sah man eben halt weniger Menschen, weil der Großteil waren Aliens. Es waren keine Raumschiffe bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Und man sah immer diese Alien-Station von innen, was so nicht nach diesem Sternflottendesign halt auch so. Und das war so befremdlich. Ja. Und dadurch habe ich es innerlich immer abgelehnt. Weißt du, mir kam die eine Folge so bekannt vor mit, wo Kira da in die Vergangenheit reist und da ihr auf ihre Mutter trifft, als hätte ich die vorher schon mal gesehen. Und vielleicht hatte ich der, weißt du, was ich meine, welche? Wo da Ja, rauskommt, wo dass, sie mit dem Drehkörper ihre eigene Vergangenheit Ja, nachspielen, genau. die Muttervergangenheit, glaube ich, oder Und mir sowas. kam die so bekannt vor, als hätte ich die eben schon mal gesehen damals. Und dann wird sich auch mein Bild irgendwie formen, dass ich Deep Space Nine, wie ich es gesehen habe, immer so als dunkel empfunden habe. Kann sein, ja. Ich meine, das Design war ja auch dunkler, als wenn man es mal mit TNG vergleicht, das Raumschiff und die Station, wenn man jemanden nebeneinander sehen würde, ne? Ja, so dunkel, unfreundlich, unpersönlich. Ja. Ist halt die Militärstation einer anderen Rasse, wenn man so will. Dann ergibt sich's halt irgendwie. Ja, stimmt schon, ja. Ja, dann Aber du bist kam. das lebende Beispiel dafür, was passiert, wenn man Deep Space Nine mit Staffel 3 überlebt und dann noch weiterkommt. Richtig schön. Jeden, den ich es gesagt habe, jeden, ich bin immer noch bei meinem Vater dabei, dass der das mal endlich hinter sich bringt, ja. Jeden, das so ab Staffel 3, boah, ist wie völlig ausgewechselt alles hier. Und das glaube ich, hätte es dir nicht geglaubt. Ich dachte so, ja, wie Game of Thrones, genau, Anno. Wird wahrscheinlich noch ganz nett, aber okay. Guck mal halt mal. Mir kommt Tilly so ein bisschen angelehnt an Ezri Dex vor. Wegen hier so ein bisschen so Dümmlich überfreundlich, oder so. dümmlich, ja. Gut, aber da So ein liegen jetzt bisschen auch wieder nervig am Anfang, dass man sich denkt, Datenbanken zugrunde. okay, ja gut, laber vielleicht ein bisschen weniger. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich finde auch, dass Tilly gegen Ende der ersten Staffel besser geworden ist als zum Anfang. Ja, das schon.
Das war halt extrem, sie haben es halt extrem überzeichnet am Anfang. Ich finde eigentlich auch von allen hat sie so den, wenn überhaupt, den größten Charakterentwicklungskram noch mit hingelegt, vielleicht. Wenn man da von Charakterentwicklung sprechen kann bei der Serie. Ja. Traurig, aber wahr. Große bunte Burnham-Show. Und nur Und sie ist keiner mit ist mit dabei. dabei. Aber ich weiß, hast du den zweiten Trailer schon gesehen für die zweite Staffel, der jetzt, glaube ich, vorletzte Woche kam? Nee, dann nicht. Den einen, den ich in Discord gepostet hatte, aber das war, glaube ich, der erste. Das war der im August, meinst du, ne? Boah, so lang schon her. Okay. Ja, das war auf der damaligen Comic-Con, glaube ich. Die war Ende Das Juli. mit dem im Turbolift und mit dem witzigen Genau. Alien, das sich da schneuzt und ja. Und dann machen wir das jetzt mal folgendermaßen. Ich suche das Ding mal eben raus. Dann kannst du mir deine Reaktion mal danach dem Trailer dann zeigen. Okay, die Reaktion danach. Oh, ein Reaction-Video, wofür mache ich das Reaction-Video? Endlich ist es soweit, endlich! Dann nur Nee. einen ganz kurzen Cut, ich muss mal eben kurz wohin. Ja, kein Ding, ich übernehme Gleich gleich wieder mal. da. Das ist gut.